Bei IA Sport in der Vorbereitung vorgestellt. Trainer des Aufsteigers des FC Bayern Alzenau, Marco Roth. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Marco Roth. Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Aschaffenburg. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und in dieser Saison Trainer von Bayern Alzenau. Ja, meine sportlicher Werdegang. Ich war Spieler hier in Aschaffenburg in der Oberliga, war dann unter anderem beim FSV Frankfurt, bei Darmstadt 98 und bei der Eintracht aus Frankfurt und bin dann ins Trainergeschäft gewechselt. Meine erste Station war in Aschaffenburg in der Regionalliga als Co-Trainer unter Ronny Borchers und wo ich sehr viel gelernt habe. Und dann im Anschluss dann als Cheftrainer in der Oberliga und musste dann die Insolvenz und den freiwilligen Rückzug mitmachen. Also hat mich dann schon sehr geprägt, ja. Das sind natürlich immer Geschichten, die einen sehr prägen. Insolvenz von Vereinen. Kommen wir vielleicht später in unserem Gespräch nochmal drauf. Jetzt den Aufsteiger. FC Bayern Alzenau, wie rechnen Sie sich dazu aus? Welche Möglichkeiten und Chancen haben Sie? Zuerst ist es natürlich so, wir sind, glaube ich, der absolute Underdog in der Liga. Wir haben nichts zu verlieren, haben den geringsten Etat. Allerdings wollen wir eins, wir wollen sportlich die Liga halten und möchten auch schon ein bisschen überraschen und vielleicht, wie gesagt, die eine oder andere Überraschung schaffen. Und wir gehen selbstbewusst an die Sache ran. Die Jungs werden gut vorbereitet sein. Wir haben zwar keine Vollprofis, aber wir werden alles reinlegen und ich denke, es wird nicht einfach sein, gegen uns zu spielen und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Für die erste Überraschung haben Sie sicherlich schon gesorgt, das war die Verpflichtung von Jochen Seitz. Ja, der Jochen ist ein sehr guter Freund von mir, schon seit langen Jahren, ist ja auch hier aus Aschaffenburg, aus der Umgebung und wir haben immer Kontakt gehabt, auch zu seiner Zeit noch als Profi. Und dann, als es sich so herausgestellt hat, dass er dann wieder nach Hause möchte, habe ich mich einfach sehr um ihn bemüht. Und am Anfang war es einfach recht unrealistisch, dass wir das schaffen konnten. Haben dann aber hier in Aschaffenburg einen Sponsor dazu bekommen. Das ist ein Autohaus, der ihn beschäftigt. Und und dann konnten wir das realisieren. Alleine von der Verein hätte das nicht stemmen können. Weil, wie gesagt, wir haben einen ganz kleinen Etat und wäre nicht realisierbar gewesen. Allerdings freue ich mich natürlich umso mehr, dass wir dann doch das Ganze dann schaffen konnten. Da kommen Freundschaften zusammen und sicherlich auch erfahrene Spieler, die eine junge Mannschaft mitleiten können. Ja, ist ganz wichtig. Deshalb war es mir auch so wichtig. Ich meine, unsere Darstellung ist ja so, wir sehen uns als Ausbildungsverein und wir wollen junge, talentierte Spieler in dieser Liga die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und auch den einen oder anderen vielleicht nach oben zu verkaufen. Und dann braucht man natürlich auch erfahrene Spieler wie den Jochen, weil auf dem Platz brauchen wir Führungsspieler, die Jungs unterstützen, die Jungen, und die ihnen Sicherheit geben. Unter der Woche im Training kann ich das tun, aber am Spieltag brauchen wir Jungs auf dem Platz, die Jungen führen. Und da ist der Jochen einer davon. Wie ist die bis jetzige Vorbereitung bei Ihnen gelaufen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Die ziehen alle sehr, sehr gut mit. Wir haben, glaube ich, sehr gut gearbeitet, hatten keine großen Verletzungen, haben ja ganz früh schon einen Test gegen Darmstadt 98 gehabt, vorher zwei Spiele gegen Bezirksligisten oder Bezirksoberligisten, die wir klar gewonnen haben, und dann Darmstadt am letzten Wochenende. Und wir haben 3-0 verloren, war aber ein sehr gutes Spiel. Wir hatten 4-5 sehr gute Torchancen. Wie gesagt, wir konnten ja im taktischen Bereich noch überhaupt nicht arbeiten und haben eher in der Grundlage und der Kraft gearbeitet, und von daher fehlte da ein bisschen die Spritzigkeit und natürlich auch die taktische Ausrichtung. Das kommt jetzt alles im Laufe der nächsten Wochen noch dazu und dann sind wir, glaube ich, ganz ordentlich aufgestellt. Die Regionalliga Süd ist ja bekanntlich eine sehr, sehr komplizierte Liga mit 10 zweiten Mannschaften. Wie sehen Sie das? Wer sind für Sie in dieser Liga die Favoriten? Ja, also die zweiten Mannschaften sind ja grundsätzlich schwer auszurechnen. Ich denke, außer, klar, die Bayern werden Favorit sein als Drittliga-Absteiger.
Ansonsten gibt es da immer wieder Überraschungen jetzt von den zweiten Mannschaften, wie Eintracht letztes Jahr oder auch Nürnberg, die immer mal dabei sind. Da muss man immer schauen, wer heute führt. Die spielen alle eine sehr gute Rolle. Aber dann kommen natürlich schon die Traditionsvereine dazu und die werden natürlich das Ding unter sich ausmachen, so wie Waldhof Mannheim, Stuttgarter Kickers. Das sind, glaube ich, so diese Mannschaften, wie gesagt, mit den Bayern, die das Ding unter sich ausmachen. Ein Geheimtipp ist, denke ich, auch, ist Wormatia Worms, die eine sehr gute Mannschaft haben, mit einem sehr guten Trainer, den Ronny Borges. Und ja, die sind so, glaube ich, sehr gut aufgestellt, was ich bisher mitgekriegt habe. Die haben wir ja gleich am ersten Spieltag. Und da wissen wir gleich, wo wir stehen in Worms. Das ist natürlich klar. Und wo steht der FC Bayern Alzenau am Ende der Saison? Wie schon gesagt, wir wollen uns sportlich qualifizieren. Wir möchten realistisch ist ein Mittelfeldplatz irgendwo 12, 13, 14. Das glaube ich, wenn wir das schaffen, ist es schon sehr, sehr gut mit dem Ganzen, was wir hier zu bieten haben. Alles andere wäre vermessen und wie gesagt, wir kämpfen um jede Position, um uns ein bisschen darzustellen, um uns auch längerfristiger in der Liga zu halten. Im Gespräch Markus Roth, Trainer des FC Bayern Alzenau. Invobau. Der Kunde und seine Wünsche stehen an erster Stelle. Invobau. Über 3000 erfolgreich und pünktlich fertiggestellte Wohn- und Gewerbeeinheiten sind Garant für Invobau. Sandhausen. www.invo-bau.de